Leben, das ist meine Absicht, aber Ihre Tochter ernsthaft. Bitte, denn, Vater. Das denn? Meine Damen, Mutter. Wer meine Tochter? Oh, ich vergaß, dass es noch außerirdische Menschen gibt. Mein Kopf ist so wüst. Er war nicht da. Ruhe jagten alle Pulse. Jede Wallung sprach. Jeder Atem lispelte. Er ist. Höre, Ferdinand, ich spreche mit meinem Sohn. Wem habe ich durch die Hinwegräumung meines Vorgängers Platz gemacht? Eine Geschichte, die desto blutiger in mein Inwendiges schneidet, je sorgfältiger ich das Messer der Welt verberge. Höre, sage mir, Ferdinand, wem tat ich dies alles? Sie haben das doch nicht mit der Gräfin von Ostern. Ich will dir Dinge sagen! Ich will dir einen Spiegel vorhalten! Klagen soll man nicht vielmehr. Unter allen, die an den Brüsten der Majestät trinken, kommt doch die Favoritin am schlechtesten weg. Temperament, Hang zum Vergnügen. Schon manchmal überlebte Tugend die Ehre. Schon manche, die mit Schande in diese Schranke trat, hat nachher die Welt durch edle Handlungen mit sich ausgesöhnt und dieses hässliche Handwerk noch durch einen schönen Gebrauch geadelt. Aber Sie sind das Letzte. Mein armes Kind. Fluch über den Verführer. Fluch über das Weib, das ihn kuppelte. Lass mir zuvor diesen wimmernden Wurm zertreten. Camilla! Ich liebe zu dir so zu Schande. Hier, Luise! Deine Hand in die meinige. Sobald ich Gott im letzten Hauch nicht verlassen soll. Der Augenblick, der diese zwei Hände trennt, zerreißt auch den Faden zwischen mir und der Schöpfung. Na, ein solches Gesindel soll meine Pläne zerschlagen und ungestraft Vater und Sohn aneinander hetzen. Erzähl ich der Resident eine Geschichte, wie man Präsident wird. Ferdinand. Ferdinand! Was steht bei Ihnen? Bei mir? Den Major mit seiner Geliebten zu uns zwei. Zu uns zwei. Wie meinen Sie das? Wir machen die Reise.